So, hier habe ich jetzt den gemeinen Riesenschmierlingpilz gefunden. Und man sieht hier, das ist ein Riesenpilz. Passt gerade so in meine Pfanne rein. Eigentlich gerade perfekt ausgemessen. Der war eigentlich perfekt für die Größe geeignet. Jetzt habe ich den paniert, ganz normal mit Ei und mit Butter angebraten. Und natürlich je nach Belieben etwas gewürzt. Ich werde jetzt versuchen, jetzt mal diesen Pilz zu wenden, weil es wird langsam Zeit. Oh, brutal. Also aufpassen, dass ich die Kamera auch drauf halte. Und einmal. Zack. Oh, also das sieht ja grandios aus. Also ich meine, bessere Farbe hätte ich mir jetzt nicht wünschen können. Ja, die Regel gilt auf jeden Fall: gut durchbraten. Nämlich roh ist auf jeden Fall ungenießbar. Sollte man roh auf keinen Fall konsumieren, essen, weil der dann schlimme Magen-Darm-Infektionen auslösen könnte. Deswegen heißt er auch gemeiner Riesenschmierling. Aber gut durchgebraten schmeckt er wie ein Schnitzel. Und man sieht auch hier das weiße Fleisch. Das sieht doch original aus wie ein Schnitzel. Also, ich bin sehr, sehr gespannt. Und weitere Feedbacks gibt es dann nach dem Essen. Guten Appetit!